Auf der Stadionbaustelle in Eckersbach geht es sichtlich voran. Daran konnten auch die Niederschläge der letzten Woche nichts ändern. Rund 25 Bauarbeiter sind derzeit vor Ort und mit den Fundamenten für die Zuschauertribünen beschäftigt. Auch wo sich die Parkplätze befinden und welchen Verlauf die Zufahrtsstraße haben wird, das kann man bereits sehr gut erkennen. Die neue Fußballarena in Eckersbach nimmt allmählich Gestalt an. Da, wo 1999 noch 10.900 Zwickauer zu Hause waren, können ab der Saison 2016/17 mehr als 10.000 Fans ihrem FSV zujubeln. Ungeachtet der jüngsten Wetterkapriolen gehen die Arbeiten planmäßig voran. Na, gegenwärtig werden die Fundamente, die Streifenfundamente für die späteren Tribünen betoniert vor Ort mit Schalungsbeton. Und das sind in Summe 4, ich sag mal, Betonstreifen. Die mittleren Betonstreifen werden gegenwärtig realisiert, auf allen Tribünen zeitversetzt. Letzte Woche hat uns das Wetter ein bisschen reingeschlagen von den starken Niederschlägen. Gleichzeitig wird natürlich der Erdaushub weiter vorangetrieben, dass wir auf die Sohle des späteren Spielfeldes mal kommen. Da sind wir ca. bei 90%. Also es ist nur noch ein kleiner, großer Haufen, der abzutransportieren werden muss. Die Flächen, die quasi freigegraben werden, dieses Material wird dann im Umfeld mit eingebracht. Wir haben dort genug Möglichkeiten in den angrenzenden Bereichen, die zwei getrennten Parkplätze für Heim- und Gästefans sowie der Trainingsplatz, dort das Niveau entsprechend zu regulieren. Schaut man aufmerksam über die Baustelle, kann man schon gut erkennen, wo sich einmal die Parkplätze befinden werden, welchen Verlauf die neue Zufahrtsstraße nimmt und an welcher Stelle das Funktionsgebäude des Stadions stehen wird. Na, wir haben zwei offene Parkplatzbereiche, großflächig für die Besucher. Das ist einmal die Heimzuschauer. Der ist sehr großzügig gestaltet mit, ich glaube, über 700 Parkplätzen. Und dann nochmal der Gästebereich, lokal getrennt, dass es da keine Vermischung geben kann. Auch die Zuwegung auf diese Parkplätze hier im Stadionareal ist getrennt möglich. Und dann gibt es noch am Funktionsgebäude, an dem dreigeschossigen Bau, noch einen VIP-Parkplatzbereich, auf dem dann, ich sag mal, die VIPs gesondert zugewiesen werden. Vom VIP-Parkplatz kommt man direkt zum Funktionsgebäude. Die Fläche für die Bodenplatte ist bereits markiert. Drei Geschosse werden anschließend darauf errichtet. Im unteren Bereich ist komplett der Spielbetrieb abgedeckt. Das heißt, das sind die Umkleidekabinen für die Spieler. Das sind in der Summe drei Umkleidebereiche für Gäste, für Heim und nochmal eine Option. Dann gibt es die ganzen Bereiche für Ärzte, für die Dopingkontrolle, für die Nachuntersuchung. Dann gibt es einen Verwahrbereich für die Sicherheitskräfte, also Polizei, falls es da mal jemand gibt, der irgendwo separiert werden muss. Dann haben wir die mittlere Etage. Das wird zukünftig die Geschäftsstelle des FSV Zwickau, großzügiger Bürokomplex. Und angrenzend noch den Pressebereich, der an den Spieltagen quasi noch, wo der Spielbetrieb ausgewertet werden kann. Und dann haben wir die dritte Etage ganz oben, das ist der Businessbereich und Logenbereich, der ausgestaltet werden kann, wo man freien Blick aufs Spielfeld natürlich hat und zur anderen Seite nach Zwickau raus. Das ist glücklich durch die Topografie, das bietet sich ja an. Es entsteht aber nicht nur Neues auf dem Stadiongelände. Einige Leitungen und Schächte aus der Zeit, als die Max-Planck-Straße noch Wohngebiet war, können für die Fußballarena weiter genutzt werden. Das gesamte Baugebiet, was wir jetzt neu strukturieren, war ja früher mal ein klassisches Wohngebiet. Und da existieren noch die gesamten Entsorgungsleitungen, was Abwasser angeht, entsprechend die ganzen Schächte. Da wir das ganze Geländeniveau anpassen und höher bringen durch die ganzen Erdbewegungen, ist dort auch erforderlich, dass wir die Schächte verlängern auf das zukünftige Niveau. Und dafür wurden die Schächte eben einfach erhöht. Neben den Abwasserschächten liegt auch die Trinkwasserleitung für die Kioske auf den Tribünen bereits in der Erde. Für die künftige Zufahrt, die von der Makarenko-Straße auf den Heimparkplatz führen wird, stehen die Arbeiten noch aus.
Ja, die Zufahrtsstraße wird komplett neu angelegt. In der Zufahrtsstraße werden auch neue Medien herbeigeführt, insbesondere Trinkwasser für die Versorgung von Hydranten, für die Löschwasserbereitstellung und auch für das Trinkwasser im Funktionsgebäude. Die Zufahrtsstraße ist neu nivelliert worden und ja, ist gegenwärtig, sag mal, eine Schotterstraße, die dann später noch komplett aufgebaut wird. Obwohl die Niederschläge den Tiefbau in der letzten Woche eher erschwert als erleichtert haben, kann die Bauleitung dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen. Was wir dabei feststellen konnten, ist, dass der Untergrund natürlich bei schweren Baugeräten auch entsprechend nachgibt, wenn er insbesondere aufgeweicht ist. Und es wird an den geeigneten Stellen jetzt nochmal ein Bindemittel beigemischt der Oberfläche, sodass die sich stärker verfestigt, sodass wir, wenn wir dann auch in die Wintermonate hineinkommen, dort einen besseren Grund haben für die Verkehrsanbindung von schweren Geräten. Ähnliche Überraschungen wie beim ursprünglich geplanten Ausbau des Westsachsenstadions dürften also ausbleiben. Dennoch werden noch einige Wochen ins Land gehen, bevor die Arena zu wachsen beginnt. Die Fans des FSV Zwickau müssen sich also nach wie vor in Geduld üben oder auf die Webcam schauen. Ja, man wird jetzt an allen Ecken und Enden hier auf dem Baugebiet Personal, Bagger sehen. Es wird überall gleichzeitig gearbeitet. Man sieht jetzt sicherlich nicht so die Fortschritte wie vor ein paar Monaten noch, weil alles gleichzeitig passiert. Die Bodenplatte wird vorbereitet fürs zukünftige Funktionsgebäude. Das ist jetzt mit einem Schwerpunkt. Das heißt, erstmal werden Gräben gezogen, die Zuleitungen und Abflussleitungen unter der Bodenplatte werden eingebracht. Die Bodenplatte soll bis Ende September fertiggestellt werden und dann werden die Geschosse draufgestellt, sodass wir vor dem Winterbeginn dort ein geschlossenes Gebäude für den Innenausbau haben. Auch die Fundamente für die Tribünen sind bis Ende September in der Erde. Die eigentlichen Tribünen, die dort auflagern, die werden ja im Betonwerk produziert. Die kommen hier als Fertigteil auf die Baustelle und werden dann formal gesehen nur draufgesetzt. Das geht dann relativ flott voran. Im August 2016 soll die Arena fertig sein. Halten die aktuellen sportlichen Erfolge des FSV an, dürfen sich die Fans im kommenden Jahr nicht nur über ein neues Stadion, sondern auch über den Aufstieg in die dritte Liga freuen.